Mahlzeit Leute, ich zeige euch, wie ihr dieses wunderschöne Android-Radio in den T5 einbaut und die Möglichkeit habt, es über die Zweitbatterie als wie auch ganz normal über Zündung zu starten. Warum möchte ich, dass es auch, warum beide Varianten gehen, stehe ich irgendwo, möchte ich natürlich über die Zweitbatterie laufen lassen, damit halt mir die Starterbatterie nicht leergezogen wird. Wenn ich 2-3 Tage stehe, kann das durchaus mal sein, wenn man die ganze Zeit Musik übers Radio hört. Während der Fahrt möchte ich natürlich, dass durch den Ladebooster die volle Ladeleistung an die Batterie kommt und nicht noch vom Radio weggezogen wird, weil ich gerade Lust habe, mal laut Musik zu hören. Dann kann es halt über die Starterbatterie laufen, wird ja auch während der Fahrt dann geladen über den Motor, also über die Lichtmaschine. Es gibt für euch auch noch einen Rabattcode. Der Händler versucht das natürlich auf den Markt zu bringen und ich muss sagen, toi toi toi, das Radio ist echt gut. Ich habe es gerade für 30 Tage gestellt bekommen. Danach muss ich auch kostenpflichtig erwerben. Hab natürlich auch einen Rabatt. Dafür zeige ich euch, wie man das Radio an die Zweitbatterie oder auch per Zündung, dass es über die andere Batterie, also über die Starterbatterie jetzt läuft. So Leute, zum T5 Radioausbau. Also, wer mit VW gearbeitet hat oder schon öfters was an seinem Auto gemacht hat, der wird wissen, dass VW eigentlich immer irgendwelche Tricks auf Lager hat, wie man was aus- oder einbaut. In dem Fall ist es so, wenn man das Radio ausbauen möchte, quasi alles von so nach oben zu einem hin. Als erstes muss hier oben die Blende raus. Besorgt euch am besten Plastik oder sowas. Ich werde mein Plastiktool verlinken. Einfach drunter. Ihr könnt es mit dem Schraubenzieher machen, aber ich garantiere euch, ihr werdet euch eine Macke reinhauen. Das ist nicht machbar. So, hier oben werdet ihr dann 2 Torx haben. Sieht nach 25er aus. Und dann könnt ihr auch schon die Blende nach vorne rausziehen, den Stecker abmachen. So. Ja, ihr solltet auch den restlichen Kram da rausholen. Aber innerhalb von ein paar Sekunden ist das Radio hier ausgebaut. Die Antenne hat den kleinen Clips, den müsst ihr einfach nur drücken. Der große ist hier mit dem Hebel. Hier drücken den großen und dann könnt ihr den ganz leicht, zack, ist das Radio ausgebaut. Also ich weiß nicht, 5 Minuten habt ihr das Radio ausgebaut. Also rein theoretisch könnte ich jetzt einfach das Android-Radio nehmen. Strom dran, Antennenkabel dran, DVB-T und was nicht alles an, einfach anstöpseln, Kabel hier unten rausfallen lassen und dann würde es laufen. Aber in meinem Fall möchte ich ja, dass das Radio, wenn ich fahre, über die Starter läuft und wenn ich jetzt stehe und quasi meinen Campingurlaub mache, dass ich immer noch Musik hören kann, aber dann halt über die Zweitbatterie. Und ich werde halt jetzt ein Kabel von meiner Zweitbatterie ein bisschen vorne hinlegen. Das werde ich halt nicht filmen. Ihr habt wahrscheinlich die Zweitbatterie immer irgendwo anders. Ihr müsst halt gucken, dass ihr ein Pluskabel hier vorne hinkriegt und den Rest zeige ich euch dann gleich. So, damit es mit der Kabelverlegerei auch was leichter geht, empfehle ich euch auch das Handschuhfach auszubauen. Und wenn ihr das mit ein bisschen Kraft so nach oben macht, dann bleibt das auch so oben stehen. Das ist extra dafür. So, dann habt ihr 4 Clipse. Kriegt man eigentlich mit dem Finger, kriegt man hier so raus. Und dann holen wir nur die 4 Schrauben raus. Einfach rausholen. Also, ich habe jetzt schon mal jede Menge Kabel nach hier vorne gelegt, weil ich auch noch einen Subwoofer verbaue. Hier ist Subwoofer. Hier ist unser Dauerplus, was hinten von der Zweitbatterie kommt. Für die Endstufe habe ich nochmal Remote-Kabel gesungen. Das sind ja die 2 VW-Kabel. Dann, wie ihr wisst, habe ich eine Rückfahrkamera. Wer meine Videos gesehen hat, der weiß, dass ich eine Rückfahrkamera eingebaut habe.
Das ist einmal das Kabel plus Strom dafür. Ich hatte mir überlegt, ich baue in die Verkleidung hier noch einen kleinen Schalter. Der sorgt dann dafür, dass dieses Relais sich hier umschaltet. Und damit ist es halt dann auch möglich, über die normale Starterbatterie quasi das Radio laufen zu lassen. Oder wenn ich stehe und ich drücke den Schalter, dann zieht das Relais an. Und dann werden diese zwei Verbindungen hier oben, um die beiden darum handelt es sich, da werden wir mit dem Relais zwischengehen. Und das wird dann mit der Zweitbatterie gespeist und nicht mit der Starterbatterie. So, um die zwei hier stromlos zu machen, ist das hier unten. Also die vierte Sicherung von rechts, also 1, 2, 3, 4, die 30er hier. Wenn ihr die gezogen habt, ist auf den beiden Plus hier, auf diesen beiden, zweimal rot-blau, kein Saft mehr drauf. Das heißt, ihr müsst die Fahrzeugbatterie nicht abklemmen. Wenn ihr sicher gehen seid, also messt nochmal nach, also bei mir ist danach hier kein Saft mehr drauf, also es kann nichts passieren. Wie gesagt, die vierte Sicherung unten von rechts habe ich gezogen. Ich habe aber gerade nochmal überprüft, hier ist kein Saft mehr drauf. Den beiden. So, damit ihr ein bisschen mehr Platz habt, ne? Ihr könnt mit ein bisschen Kraft, könnt ihr diese Ummantelung nach hinten schieben. Ich schneide die beiden Drähte jetzt einfach durch. Guckt, dass ihr nichts anderes dabei durchschneidet. So, jetzt gehe ich einfach nur mit dem Varo klemmen, weil das sowieso derselbe, also dieselbe Sicherung ist, können wir die ruhig zusammenschließen. Da passiert nichts. Das mache ich hier jetzt auch. Jetzt nehme ich hier mein Relais. Also die 30 für Dauerstrom und 87 ist das geschaltete. Und jetzt gibt es hier auch noch ein 87A. So, die 87, da ist eigentlich Erstsaft drauf. Das ist das Kabel hier. Da ist eigentlich Erstsaft drauf. Wenn auf der 85 oder 86 Strom anliegt, dann zieht dieses Relais an und schiebt hier drüber den Strom. Wir benutzen das Ganze aber andersrum. Hier kommt die Zweitbatterie dran. Hier kommt die Starter, das mittlere Kabel kommt der Starter dran. Und der Dauerstrom kommt jetzt quasi ans Radio, von diesem Relais aus gesehen. Was nun mit den restlichen Kabeln? Also, mit dem hier, habe ich es gerade schon abgezogen und abisoliert, gehen wir auf die Zweitbatterie. Das ist die 87. Wir nutzen diese wundervollen Vargo-Klemmen. Leute, ich sage es, die sind einfach nur geil. Ich benutze jetzt auch eine Dreier. Das ist Plus von der Batterie. So. Jetzt brauchen wir nämlich noch ein Kabel, das von hier aus auf unseren schönen Schalter hier geht. Von dem Schalter gehen wir auf das gelbe Kabel, damit das Relais anziehen kann. Muss jetzt hier noch Minus drauf. Minus habe ich mir auch einmal nach vorne geholt für die Rückfahrkamera. Das heißt, ich kann jetzt einfach das Weiß hier nehmen. Wieder hier drauf. Somit kann das Relais durchschalten. Damit gehen wir gleich auf den Schalter. Da werde ich noch dieses Kabel mit zupacken. Und zwar habe ich an der Endstufe quasi genau dasselbe Spielchen hier mit diesem Relais gemacht. Also wir wollen, dass der Schalter das Relais fürs Radio umschaltet, damit wir die haben. Ich möchte, dass das Relais von der Endstufe auch geschaltet wird. So, ich möchte aber auch, da nehmen wir uns von dem Originalkabelbaum diesen Stecker hier, suchen uns das ACC raus. Das ist dann dieser wundervolle hier. Weil ich möchte,
dass das Radio, wenn ich den Schalter umlege, ja auch angeht. So, dann möchten wir noch anschließen. Wir haben eine Rückfahrkamera. Kamera Power. So, Kamera in. Die Rückfahrkamera. So, ich habe mir eben zwei Käbelchen vorbereitet. Dann nehme ich das, was von der Zweitbatterie kommt. Das ist dann für den Schalter. Kommt der Schalter auf? Wenn ich den schalte, soll er bitte den ganzen Kladderadatsch schalten. Sprich, das Relais soll umschalten auf die Zweitbatterie, meine Endstufe soll auf die Zweitbatterie und das Radio soll angehen. Jetzt darf ich den ganzen Kram hier unten noch lang fummeln. Und zwar haben wir noch eine DVB-T-Antenne, eine WLAN-Antenne, die GPS-Antenne und ein USB-Kabel. Das kommt alles noch dazu. So, und ich räume jetzt mal eben erstmal ein bisschen auf, bevor ich den ganzen anderen Kram dazu ziehe. Also zum Thema GPS-Antenne. Viele werfen die einfach da rein und sagen, funktioniert. Also es funktioniert wohl auch. Ich habe das jetzt hier unter dem Handschuhfach hier unten lang geführt und dann da oben rausholen. Und ich werde die dann hier oben hin machen, damit der Empfang was besser ist. Ich hoffe das zumindest. Und ich sag euch, das Zeug macht sich bewährt, um die Lautsprecherbox herauszuholen, ohne dass man hier sein ganzes Cockpit verkratzt. WLAN-Antenne und DAB-Antenne werde ich dann auch erstmal nur hier hinlegen, weil meine Scheibe hat zwei Steinschläge. Da macht das keinen Sinn, das jetzt da festzukleben. Also ich habe alle Kabel durchgezogen. USB hängt ja jetzt noch raus. Kann man später immer noch ins Kabel, ins Handschuhfach oder wo auch immer ihr es hinhaben wollt. So, jetzt kommt das Radio mal. Da ist das gute Stückchen. So, wir haben hier einmal GPS, WLAN. Was auch ganz geil ist, ihr habt die HDMI, ne? Also ihr könnt dann noch ein HDMI-Kabel. Ich war erst überlegen, ob ich ein HDMI nach hinten ziehe. Habe aber noch keine richtige Verwendung gefunden. Dann ist das hier DAB. So. Zu dem Radioempfang. Es gibt auch einen Aktivsplitter. Da müsst ihr nicht die mitgelieferte benutzen, sondern könnt vom Bus die Antenne benutzen. So, dann haben wir einmal USB. Kann man die Paket anschließen? Nein, kann man nicht. Adapterkabel. Oder das Antennenkabel, wie auch Strom. Wenn alles angeschlossen ist, dann kommt die große Kunst. Das alles da reinzukriegen. Was schön ist, das Radio ist ein ganz schönes Stückchen kürzer. So. Das wäre die Geschichte für den Schalter. Das lassen wir erstmal weg. Wir gucken erstmal, ob es so funktioniert. So, wir haben alles angeschlossen, Radio reingemacht. Wir gucken mal, ob es angeht. Also ihr werdet gerade gehört haben, wie das hier am Klickern war. Das Klickern kommt jetzt nicht dadurch, dass der Schalter jetzt dran ist, ist das jetzt weg. Und zwar ist nämlich Folgendes passiert. Ich hatte noch keine Sicherung von der Zweitbatterie drin. Und wo ich den Schlüssel, wo ich das Signal dem Wagen gegeben habe, das Radio darf starten, hat das Radio gestartet, aber leider über den ACC, den wir benutzen, um halt das Relais zu steuern auch. Also um den Schalter, wo der Schalter das Relais steuert, die hängen ja zusammen.
hat er das Relais geschaltet, hat den Strom weggenommen vom Radio, das Radio ist wieder ausgegangen. Und der Canbus-Signal macht die ganze Zeit, ich bin an, ich bin an, ich bin an, ich bin an. So, das Radio geht aus, das Relais hat dadurch auch keinen Strom mehr, kriegt das Canbus-Signal und geht wieder an. So, um das zu vermeiden, werden wir jetzt eine Diode dazwischen machen, die sorgt dafür, dass der Strom nur in eine Richtung fließen darf. Und das baue ich jetzt ein. So. Ich nehme den ACC hier wieder raus, der vom Radio kommt. Macht da so eine schöne Vago-Klemme drauf. So. Hier ist eine Markierung drauf. Die zeigt euch quasi an, in welche Richtung der Strom fließt. In dem Fall von nach unten nach oben. Also wenn man von der Seite Plus drauf gibt, würde man hier nichts messen. Andersrum ja. So, damit kein Kurzschluss passiert, werde ich da noch einen Schrumpfschlauch drum machen. Theoretisch. Radio geht an. Ich hatte es schon an. Nur noch jetzt sieht 12,1 Volt. Das ist die. Normalerweise müsste ich es auch. Moment, Fahrzeug. Das Fahrzeug. Auch hier ablesen können. Ich hole euch mal näher ran. Man sieht, Spannung Bordbatterie aktuell, also was das Gerät selber misst, was der Bordcomputer hier anzeigt. Wenn ich jetzt auf den Schalter hier drücke, müsste es auf das andere Relais umspringen. Und wir sehen auch direkt, die Spannung erhöht sich auf die Lithium-Batterie. Radio ist eingebaut und wie ich es euch zeigen werde, wenn ich die Zündung anmache, geht das Radio an, merkt sich auch die letzte App, wo man gerade drin war. Radio zeigt 12,1 Volt an. Das ist das Messgerät im Radio. Die Bordelektronik zeigt 12,2 an, 12,15. Kleine Differenz, mein Gott. Es werden auch so Sachen wie Handbremse und alles angezeigt. Ich jetzt löse. Auch Tankinhalt ist ganz cool. Ja, weiter zur Funktion. Ich ziehe Schlüssel raus. Das Radio fährt jetzt wieder runter. Und wenn ich über die zweite Batterie anhaben möchte, lege ich einfach den Schalter um und es startet wieder. Und wie man auch direkt sieht, 13 Volt. Das ist die Spannung vom Lithium-Akku. Also funktioniert wunderbar. Die zweite Batterie ausschalten. Radio fährt wieder runter. Ich kann auch, sagen wir mal, ich bin gerade irgendwo angekommen und möchte direkt auch, dass die Musik weiterläuft. Jetzt sieht man noch 12,4 Volt ist jetzt hier unsere Bordbatterie, die Zweitbatterie, ne? 12,45, kleine Differenz, wie gesagt. Und ich kann jetzt einfach auch sagen, weißt du was, ich stehe jetzt noch was länger hier, möchte auch nicht, dass mir jetzt die Starterbatterie leer gezogen wäre. Ich lege den Schalter um. Und wie man sieht, direkt auf 13,1 Volt. Das heißt, das Radio läuft jetzt über die Zweitbatterie. Und so wie ich es angeschlossen habe, läuft auch die Endstufe jetzt über die Zweitbatterie. Ja, ich werde euch jetzt aufzeichnen, wie ich das nochmal alles angeschlossen habe, damit ihr so eine kleine technische Zeichnung habt, weil das in dem Video wahrscheinlich nicht so gut zu erkennen sein wird. Ihr könnt es auch rein theoretisch so anschließen, dass das Radio grundsätzlich, sobald der Motor läuft, über die Starterbatterie läuft und sobald ihr dann quasi den Motor wieder ausmacht, dass es über die Zweitbatterie läuft. Ist nur halt die Sache, ich bin gern einer, der es auch die Möglichkeit hat, manuell zu schalten. So Leute, ich habe ein bisschen vorgezeichnet. Und zwar ist das ja das Relais, was wir hier verwendet haben. So, was haben wir gemacht? Also standardmäßig läuft mehr oder weniger mit Sicherung
dazwischen von der Pluspol direkt hier drauf. So, wir haben den Pluspol unterbrochen und sind mit dem Pluspol vom Radio auf die 30 gegangen, was eigentlich ein Dauerfluss ist. Sind wir hier drauf gegangen. So. Das Relais, ja, die 30 ist bei dem Fall, das steht auch hier auch drauf auf dem Relais. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich drehe es mal um. Also hier ist die 30. So. So. Also wir haben quasi das untere direkt ans Radio angeschlossen. Und das 87A, das ist hier das mittlere. Quasi direkt wieder an den Originalkabelbaum angebaut. Somit sind wir direkt wieder an der Starterbatterie. Das heißt, ohne irgendwas jetzt zu verändern, würde das Radio jetzt ganz normal über den Zündplus, über CAN-Bus dann das Signal kriegen, ey, ich kann anschalten und hat Strom. Ich habe ein zweites Kabel gelegt von der Zweitbatterie und bin damit an die 87 gegangen, also an den hier. Wir haben in so ein Relais ein Magnet, das mit 85, 86. So. Das Weiße schließt ihr irgendwo an die Fahrzeugmasse wieder an, also an Minus. Und die 86 könnt ihr einfach nehmen. In dem Fall habe ich von der Zweitbatterie, habe das hier abgezweigt, habe einen Schalter dazwischen gemacht. Ich glaube, so wird ein Schalter gezeichnet. Also das ist ein Schalter. Und bin damit auf die 86 gegangen. Jetzt hat das Radio noch einen ACC. Wir wollen ja, wenn wir den Schalter drücken, dass das Radio angeht. Also nehmen wir dieses ACC, das war, ich glaube, rosa. Das ist das ACC-Kabel. Und könnten rein theoretisch direkt da drauf gehen. Das Problem ist, wenn ihr das jetzt macht, dann haben wir das Problem, was ich hatte. Das Radio kriegt das vom CAN-Bus-Signalschalter ein. Der gibt hier drauf Strom. Zieht damit das Relais an und es wird über die Bordbatterie laufen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen bin ich da hingegangen und habe hier eine Diode zwischen gemacht. Ich glaube, die wird ungefähr so angezeichnet. Die Diode, das Radio kriegt es jetzt vom CAN-Bus. Ich soll einschalten, schickt hier Strom drauf, aber der Strom geht nur bis hier. Das heißt, das Relais schaltet nicht und wir haben weiter über die Starterbatterie Strom auf dem Radio. Drücken wir den Schalter, kann der Strom in die Richtung fließen, durch die Diode auch durch. Sagt dem Radio, ey, ich soll einschalten, gleichzeitig aber auch dem Relais, ich soll anziehen. Und wir haben über die Zweitbatterie Strom. Also, bevor wir zum Fazit kommen von diesem Video, und zwar hatte ich einmal die Zündung angemacht, ohne dass ich diesen Passagier-Airbag-Lämpchen angeschlossen habe. Danach habt ihr eine Fehlermeldung drauf. Das passiert euch natürlich nicht, wenn ihr die Batterie abgeklemmt habt, aber dann könnt ihr das Radio auch nicht vorher testen. Also vorher den anschließen, dann habt ihr auch keine Probleme. Und wenn, gefahrt ihr einfach zum Freundlichen. Der kann das mal eben löschen oder eine Batterie abklemmen von 30 Minuten soll wohl auch helfen. Habe ich jetzt nicht ausprobiert, soll aber funktionieren. Dann werden alle Steuergeräte nochmal genullt und dann habt ihr den Fehler auch nicht. Ja, was soll ich sagen zum Radio? Es läuft super. Ich habe es jetzt einmal zwar zu den Werkseinstellungen wieder zurückgestellt. Das hat aber einfach nur den Grund, weil ich 1000 Apps installiert habe und alles Mögliche ausprobiert habe. Man installiert sich auch dann irgendeinen Mist mit. Deswegen habe ich es einmal auf Null gestellt und bin auch gerade wieder fleißig alles am Installieren. Deswegen, ich habe auch jetzt hier gerade 500.000 Apps offen. Ich hoffe, man sieht das. Na, die sind gerade alle da am Ackern und am Downloaden und hat man nicht gesehen. Aber ich stelle eben die Kamera um, das ist besser für euch. So sieht es halt während der Fahrt die ganze Zeit aus. Also man kann die Batteriespannung sehen. Das ist jetzt von der Lithium-Batterie. Wenn ich jetzt umschalten würde, würde das Radio ausgehen. Man sieht hier immer die aktuelle Lautstärke. Ja, das ist das Startscreen. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem Ding. Es läuft total gut. Ne? Also man kann auch Fahrzeuginformationen abrufen. Dafür muss natürlich die Zündung dann an sein. Ne?
Die Handbremse ist angesichert, wenn ich mich jetzt anschnalle, müsstet ihr das sehen. Aktuelle Batteriespannung, Tank, Kilometerstand, der stimmt sogar. Naja, Handbremse und alles. Was auch ganz geil ist, wenn ich jetzt den Rückwärtsgang einlege, springt er hinten auf die Rückfahrkamera. Ne? Die Lenkung wird... ich mache den Motor an. Auch mit der Lenkung, das wird auch mitgenommen. Was man einstellen kann, man kann die Absenkung noch direkt einstellen beim Rückwärtsfahren. Das finde ich auch total gut. Was auch ganz cool ist, ich habe zum Beispiel hier die Blitzer.de Plus App drauf. Die läuft dann im Hintergrund quasi die ganze Zeit weiter. Das sieht man dann auch hier. Das Radio hat DAB. Die Original-App ist schon ganz gut. Ich finde aber DAB-Z-App, die finde ich ein bisschen besser. Ich finde die von der Anordnung halt schöner. Man hat hier die Liste und gerade sowas wie 1Live Digi oder so, die zeigen sogar nochmal die Wetterinformationen, schicken ja als Bild mit. Das finde ich ganz cool. Das hat die andere App leider nicht angezeigt. Clever Tanken ist hier drauf. Ich finde die von Spritpreis, App von ADAC finde ich besser. Here We Go ist schon standardmäßig installiert, die App. Das ist auch eine gute Navigation. Vorteil ist, die offline benutzen. Lädt sich, wenn Internet verfügbar ist, aber auch aktuelle Verkehrsflussdaten alle mit runter. Das finde ich auch total gut. Also wenn ihr mal ein wenig Datenvolumen habt, könnt ihr mal das Ding benutzen. Ich habe die Navigation Waze installiert. Ich bin gerade noch ein paar Sachen am Runterladen, deswegen, das können wir jetzt vergessen, das klappt nicht. Ich habe nur leider gedrosselte Verbindungen, deswegen zeigt ja nichts an. Das benutzt aber die Navigationsdaten, also Waze heißt die App, benutzt die Navigationsinfos von Google Maps. Und das Schöne ist bei dieser App, man kann noch so, okay, der ist noch beschäftigt. Man kann noch so Zusatzinfos machen, wenn man im Stau steht, dann kann man halt sagen, kann man selber nochmal melden, hör mal, ich stehe im Stau. Und andere Nutzer sehen dann mit der Geschwindigkeit, man aktuell diese Meldung gemacht hat, welchen Stau ist. Oder man kann Hindernisse sagen, dass ein Fahrzeug auf der Straße stehen geblieben ist. Also Infos, die bei Google Maps nicht angezeigt werden. Man sieht halt immer nur einen Stau, aber man weiß nicht warum. Das so Infos kann man dann mitgeben. Finde ich total gut, läuft super. Die Musik-App halt, ihr könnt dann halt, egal wo ihr auch seid, zeige ich es euch am besten, also ihr könnt links Musik laut, leise, hier könnt ihr die Titel durchgehen, da oben sieht man es jetzt normal, ne? Also egal von wo man jetzt ist, je nachdem welche App gerade läuft, kann man hiermit dann die Musik halt umstellen. Wenn ich jetzt im Radio bin, ne, kann ich hiermit auch die Radiosender umstellen. Genauso funktioniert das auch mit der BZ, wenn ich jetzt hier drehe. Okay, in der App selber anscheinend nicht. Auf jeden Fall verstellt er dann die Radiosender. Das Ding funktioniert halt super, ne? Und wie man sieht, ich bin jetzt überall durch und guck mal, was ich alles offen habe. Euer Mobilfunktelefon könnt ihr damit koppeln, damit ihr auch darüber telefonieren könnt. Wir haben DAB Plus an Bord, wir haben WLAN an Bord, wir haben GPS an Bord, sonst wird die Navigation ja nicht gehen. Was ein bisschen doof ist, der Speicherslot kann 64 GB SD-Karte. Das ist, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber 64 GB reicht eigentlich vollkommen aus. Und der komischerweise nur 32 GB. Das finde ich ein bisschen blöde. Aber der Rest dafür, der Klang ist super. Man hat hier super viele Einstellungsmöglichkeiten. Also man kann den Equalizer hier verstellen. Man hat hier nochmal Einstellungsmöglichkeiten. Natürlich auch genau diese Korrekturen, die man hier alle durchführen kann. Ne? Subwoofer-Ausgang kann natürlich einzeln, man kann auch einen High-Pass-Filter aktivieren. Man kann Benutzerdefinierte hier reinmachen, also drei Benutzerdefinierte kann man hier noch reinspeichern. Ja, wie ihr seht, ich habe das auf keinen stehen, ich habe hier einen super Klang. Auf jeden Fall genauso gut wie das Originalradio und bei dem Originalradio habe ich dann schon besser und alles angehoben, da kommt hier ein super Klang raus. Ihr könnt, ja, ihr habt den ganz normalen Google Play Store auch zur Verfügung. Also ihr könnt auch ganz normale Apps hier installieren. Also wie gesagt, vom Radio bin ich super zufrieden. Das läuft super, der Service ist super. Das ist, der sitzt wenigstens auch in Deutschland. Per Mail, per WhatsApp kann man sich bei dem melden. Man kriegt super schnell Antworten. Das Radio läuft super, super schnell vor allen Dingen. Das Schöne ist, alles ist drinnen.
Ne? Auch gerade DAB Plus und sowas war mir halt wichtig, dass ich auch keine extra Sachen noch per USB da anschließen muss, weil zwei USB-Anschlüsse haben die meisten Android-Radios. Man könnte jetzt wahrscheinlich mit einem Hub arbeiten. Ich bin aber überhaupt kein Fan von diesen Hubs. Da gibt es gerne mal Probleme mit, dass sie dann irgendwie einen Hitzekoller kriegen und was weiß ich und dann aussetzen und alles im einen Gerät, läuft super. Das Ding ist auch super schnell. Also würde ich mir das Gerät wiederholen? Ja, auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht kommt es auch irgendwann in den Scirocco rein. Aktuell läuft das alles mit dem Radio da drin, aber gut, das weiß ich noch nicht. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, also wenn ihr euch das holen wollt, könnt ihr das per Mail machen und den Gutscheincode WULLE2020 machen. Da kriegt ihr nochmal 5%. Dafür mache ich das Video, quasi, dass ich euch auch gezeigt habe, dass man das Radio an der Zweitbatterie oder an der Starterbatterie benutzen kann. Und ich hoffe, das Video ist jetzt nicht allzu lang geworden. Also das wird schon einige Minuten gehen, aber dafür habe ich hoffentlich alles, was ihr so an Infos braucht, mit da reingepackt. Also habe ich mit da reingepackt, wie man es anschließt und was alles so geht. Dadurch, dass es Android ist, geht dann noch, wird da noch viel mehr gehen. Es ist Android 10 drauf, also ein aktuelles System. Und wenn man sich ein bisschen über Android-Radios informiert, weiß man, dass die mit dem Update kommt man relativ schnell hinterher. Und auch wenn das Gerät mal wirklich älter ist, kann man sogar einzelne Bauteile erneuern und aktualisieren, ohne dass man direkt ein komplett neues Radio kaufen muss. Das finde ich auch nochmal ein super Vorteil. Also sprich Prozessor, RAM und sowas, diese Platine, die kann man wohl fast mehr oder weniger nur noch, ich glaube, 3-4 Schräubchen lösen, abziehen, neue draufstecken und fertig. Und dann hat man mehr oder weniger neues Radio da drin. Was auch ganz cool ist, mittlerweile ist ein Panzerglas-Display wohl verbaut. Das war wohl vorher nicht. Ich habe noch die Folie drauf, deswegen habt ihr wahrscheinlich so Blasen gesehen. Ich muss sagen, funktioniert alles super. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich werde wahrscheinlich noch irgendwas mal zum Radio machen. Was genau, weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn ich den Monitor oder so anschließe, was so geht und was nicht. Werden wir sehen. Sonst geht es mit dem Ausbau jetzt erstmal weiter. Bis zum nächsten Mal.